One, two, three, four. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch mal, wie ihr mit zwei Trommeln trommeln könnt. Und zwischen euren Beinen ist eure Haupthandtrommel. Ja. Und das ist sozusagen, die übernimmt die Bassfunktion, Bass und Höhe. Und die Nebenhandtrommel bei mir zur Linken, die übernimmt dann die Solofunktion oder die erweiterte Funktion. Ja. Und dazu zeige ich euch erstmal, ich zeige euch einen Grundrhythmus von den vielen, die möglich sind, ja, einen, mit dem ihr erstmal starten könnt. Und das beginne ich mal auf einer Trommel zu trommeln. Und dann schiebe ich einfach nur dann meine Nebenhand zu der. Und zwar, der Grundrhythmus in dieser Variante ist so. Ich mache es nochmal schnell, dann werde ich langsamer. Okay, das Ganze langsam. Du beginnst den ersten Schlag im Bass mit der Haupthand, bei mir rechts. Also, Haupthand. Das sind die ersten Schläge. Vielleicht machst du mal mit. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Und das Ganze jetzt ohne die Pausen. 1, 2, 3, 4. Ihr habt es gemerkt, ich habe jetzt den Rest des Rhythmus auch noch mit dran gehangen. Ich mache es nochmal ganz langsam zur Übersicht. Alright, ihr habt es gemerkt, die Nebenhand hat geschlossene Schläge dabei. Dadurch entstehen andere Sounds. Geschlossen heißt, die Hand bleibt liegen, der Ton ist abgestoppt. Ja. Ich mache es nochmal in dem Tempo und ihr schaut mal oder hört mal auf die Sounds meiner Hände, die ich spiele. 1, 2, 3, 4. Die Haupthand, für euch nochmals zur Info, spielt die ganze Zeit in diesem Muster. Dazu kommt die Nebenhand. Und jetzt verschiebe ich mal meine Nebenhand zu der Trommel zu meiner Linken und da wird es auch etwas hörbarer. Das gleiche Muster. Achso, ich wollte nur dazu sagen, ich habe auf meine Nebenhandtrommel habe ich die Rasseln gelegt, dadurch hat die einen schönen Snare-Sound. Das müsst ihr nicht tun, ich mache es, weil ich es mag und ja, deswegen mache ich es. Also nochmal. 1, 2, 3, 4. Jetzt sind wir schon fast durch mit dem kompletten Rhythmus.
Nun macht ihr es so, dass ihr mit eurer Nebenhand den ersten Teil, den ersten Schlag auf eurer Haupthand trommelt. Dadurch entsteht noch, ist der Rhythmus variabler und klingt dann so. Macht es euch erstmal vor, dann zähle ich euch rein. Gehen wir es nochmal langsam durch. 2, 3, 4. Und der offene Schlag, den ihr mit der Nebenhand, also auf der Nebenhandtrommel, macht in diesem Fall immer geschlossene Schläge. Und aber wo ihr auf der Haupthandtrommel seid, macht ihr den offenen. Und zwar, es klingt ja so. Ja, das sind alles offene Schläge. Und dann kommt hier auf der Nebenhandtrommel die geschlossenen. Okay, das ist der Rhythmus. Macht dich vertraut mit dieser Spielweise. Ich weiß es aus meinen Kursen, dass es mitunter ungewöhnlich sein kann, was man auf der einen Trommel spielt, dann das plötzlich auf zwei verteilt. Da ist es dann manchmal wie, was ist los? Daran muss man sich gewöhnen. Ja? Das ist ein anderer Klang. Der Rhythmus ist der gleiche, aber der Klang ist halt anders. Ja, macht euch mit dem Muster vertraut und dann variiert natürlich und spielt damit rum. Ich werde jetzt zum Schluss des Videos, damit Ende des Videos, werde ich noch ein bisschen damit rumspielen für euch als Inspiration und wünsche euch viel Spaß beim Experimentieren. Wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, schreibt mir eine Nachricht, ja, oder schreibt es in die Kommentare, wie ihr möchtet. Ansonsten viel Spaß und eine wunderschöne Woche euch. Euer Ingo. Ah, wow. Ich werde ein bisschen improvisieren, ja, ein bisschen variieren. 1, 2, 3, 4.